Moin, liebe Leute. Moinsen. Wir haben hier schon wieder Spaß mit der Technik gehabt. Warum? Ja, jetzt geht ja alles. Jetzt geht alles, ne? Ja. Ach, Technik, hör mir auf mit Technik, ey. Nee, hast du genug von gehabt am Oh, Wochenende, das sag ich ne? dir. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, erstmal herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind mittlerweile bei Folge 24. Wir haben fast 3000 Follower übrigens auf Facebook, auf dem Ja, YouTube-Kanal gesehen. was haben wir uns Mühe gegeben, die ersten 1000 zu kriegen Und und jetzt besser, jetzt ne? kommt die alle von alleine. Das ist doch Also. schön. Und das Witzigste ist ja, die meisten Leute, die die Sendung gucken, sind nicht mal Follower. Ja. Ne? Heißt also mehr Abos. Ja, Also abonnieren, ein Leute. Abo Wir wollen inzwischen. die 3000 voll kriegen. Ende des Jahres 4000. Das müssen wir schaffen. Oha. Ja, ich vermute mal, dass es am Ende der Problem Saison ist. sowieso drastisch wieder runtergeht. Problem ist nur, dass wir nur noch irgendwie 6 oder 7 Wochen haben und dann war es das erstmal. Dann haben wir erstmal kein Material Ja, mehr. dann leben wir aus der Konserve. Dann müssen wir, Dann ja, gehen wir auf Tour. dann müssen wir uns noch was Dann ausdenken. gehen wir auf Tour. Dann machen wir aber erstmal eine kleine Pause. Ja, das muss auch Dann sein. müssen wir eine kleine Pause machen und Also ich dann. mache jetzt schon Pause. Ich bin jetzt so froh, dass ich nächstes Wochenende nichts Großes habe. Ach, schön. Ich werde vielleicht nach Hallen gehen, da ein bisschen filmen. Mal gucken. Ich werde nächstes Wochenende, ich bin mit Feuerwehr unterwegs. Ja, mach Wir haben das. Weinstand hier auf dem Ja, lokalen ein Feuerwehr. Fenster Feuerwehr irgendwie. muss wieder Durst löschen, war klar. Nee, wir löschen den Durst der anderen. Ach so, ihr macht das wie eure Bierkasse. Ja, wir arbeiten für so einen Geräteschuppen, den wir uns selber zusammenbauen. Oder Da so. arbeiten wir Ja, gerade auch zu. damit ihr beim Aufbau Bier trinken könnt. Ich kenne die Wande noch. Ja. Ja, was haben wir? Wir hatten ganz viel Traktorpulling in Deutschland, in USA und in Holland. Es gab In der Schweiz auch. in der Schweiz auch. Oh, Ja. scheiße, da habe ich gar nichts zu gesammelt. Ja, ist auf bei uns auf Floating Finish abgeteilt, die vom Green Angel Team, die Huvilas, die Sehr machen gut. ja aber kleine Berichte. Sehr gut. Dann Kann guck man da das so rauf. Da verfolgen. habe ich Ja, das ist jetzt ein bisschen gerade nicht. schwierig, von hier oben die Schweiz im Auge zu behalten. Ja, also. Erstens berichtet da keiner von. Es gibt, außer Knupe gab es keine Livestreams. Und wie kriegst du jetzt irgendwelche, ja, schwierig. Also mir wo jetzt wo du sagst, die Gartenpuller, die Schweizer Gartenpuller haben uns auf Instagram auch Videos markiert, aber das hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Zettel. Ich Ja. hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ja. Schickt uns Informationen, dann können wir was davon machen. So ist es. Ist nicht so, dass wir die Schweiz außen vor lassen Nee, wollen. wollen wir Überhaupt nicht. nicht. Nein, aber Wollen wir wir sind nicht. halt sau weit weg. Und wir haben sowieso so viele Themen immer und das wird heute auch schon wieder sportlich, das irgendwie halbwegs in Ja, eine Stunde zu dann leg quetschen. los, dann leg los. Ja, was ist sportlich? Also kriegen wir schon hin. Ganz normal halt. Ja. Schneide ich dann raus. Du schneidest wieder. Ja. Wir haben News, News, News. Und zwar eine News, die eigentlich schon vor 5, 6 Wochen rausgekommen ist, die ich tatsächlich aber dieses Wochenende richtig gepeilt habe. Da hat der Best Solution es verkauft. Ja, schön, für Team Kaiser, sonst ist das los. Die haben auf TikTok noch ein Video gemacht, wie sie die Karre einmal auseinandernehmen, einmal quasi warten für den neuen Besitzer. Soweit ich weiß, ohne Motor. Ja, der Motor steckt ja am neuen drin. Ja. Einen anderen Motor gibt es ja auch nicht. Nein. Hätte ja sein können. Nein, also einfach ohne, also nur das Rolling Chassis ist verkauft. An wen? Keine Ahnung. Wir wissen auch nicht, was damit wird. Also Ist ich noch nicht meine bekannt. gehört zu haben, dass es nicht in Deutschland bleibt. Aha, okay. Schade. Was hier ein bisschen, fanden sie auch nicht so dolle, aber ne, Money Talks. So ist es, Wenn du ja. Geld kriegst, muss das weg. Es nützt ja Von oben nichts. stehen wir dann nicht besser. So ist es. Ja, auf jeden Fall, er ist verkauft und das hatten wir jetzt vergessen. Wurde ich am Wochenende daran erinnert, denke ich mir, sage ich nochmal Bescheid. Ja, Für alle, Team die. Kaiser News sind immer gut. Kann ich wieder reinschreiben, oben in die Titelzeile. News vom Team Kaiser, habe ich wieder 1000 Aufrufe mehr. Aber es gibt noch einen Trecker, der gerade frisch zu verkaufen ist. Also falls ihr jetzt die Chance verpasst habt, dann könnt ihr bei Sören Hansen anklingeln. Der will sein Never Done verkaufen. Ja. Vom Chassis her würde ich sagen, ist es ein Komponent. Von Ja. daher ist er sogar noch moderner als das, was die Chrysler verkauft haben. Aber es ist Der. ein Limited Superstock. Der Motor ist natürlich bei beiden nicht so. Nein, aber wer da anfangen will, ist da eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Ja, Der Motor läuft gut. Sören hat auch viel Arbeit und viel Geld Ja, reingesteckt. das Also ist so, es ist das so. geht gut. Wir hoffen nur, dass Sören den nicht verkauft und dann Also jetzt Sören nochmal. verkauft immer und kauft immer. Sören ist immer ganz umtriebig. Der ist gut. Solange er wieder was Neues kauft, ist, passt das Ja, bin alles. ich wieder dran. Muss mal gucken, wie das Geschäft wieder läuft. Und naja, lassen wir das. Ja, lass zum nächsten John Deere kommen, und zwar nach Norwegen. Und zwar gibt es den Loaded Deere wieder, hatte ich ja letzte Woche gesagt. Diesel, der, ja, neben Hans Schweiger, der einzige Diesel-Superstock, den wir noch irgendwo in Europa rumrennen haben. Und der nach einem riesigen Motorcrash vor 3, 4 Jahren jetzt endlich wieder auf der Bahn ist und ja, er hat es gleich wieder heiß hergehen lassen. Ja, aber ich glaube, so gab einen großen Feuerball, aber. Ja. Da liegt jetzt, glaube ich, nichts auf der Bahn, Nein, von nein, nein. daher. Da ist auch kein Öl irgendwie auf der Bahn. Also Nee, kann hält nicht so schlimm gewesen richtig, sein. bitte gut. Oh Gott, Ja, norwegisch. norwegisches Nachrichtenportal hatte das Die Video, das habe ich mir Dienst einfach ist mal genommen. gut.
Ja, irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Also es hat gebrannt, aber scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Vom Motorsound klang der jetzt ziemlich gut. Also lasst mich mal überraschen, ob dann in den nächsten Jahren vielleicht nur mal wieder was Richtung Eurocup geht. Zumindest mal, dass man den auch mal in Deutschland oder in Holland oder in der Nähe zumindest sehen kann. Ja, sonst muss man mal nach Dänemark oder so, da wird er sicherlich hinfahren. Das kann auch so, ja. Und Norwegen hat ja nur nicht so viel Traktorpulling, ist ja nicht, da wohnt ja keine Sau. Nein, die Veranstaltung in Brunei zweimal im Jahr und dann war es das, glaube ich, schon. Ja, und der Rest fährt dann immer runter nach Dänemark für damit. Dann drücken wir mal die Daumen, dass er da nochmal mitkommt. Dänemark ist ein gutes Stichwort. Wir haben das Programm für die Europameisterschaft. Sehr schön. Und zwar Freitag geht es um 17 Uhr los mit auf Bahn 1 mit den EM-Klassen 4,5 Tonnen Supersport. Ich mache mal ein bisschen zur Seite, sonst kann man das gar nicht sehen. 4,5 Supersport, dann Minis, Pro Stocks, Heavy Modified. Auf Bahn 2 wird zeitgleich die Gartenpulling-EM gefahren. 350 Kilo Standard, 500 Standard, 500 Kilo freie Klasse, 600 Kilo freie Klasse, Kompaktdiesel. Und danach fahren nochmal die dänischen Superstandards, so ein bisschen Show. Mhm. Und so dann lassen wir den Freitag gemütlich ausklingen. Samstag... Nee, machen wir nicht, wir müssen arbeiten. Ja, du nicht, aber ich. Du musst arbeiten. Ja. Dann haben wir samstags ab 15 Uhr Start. Auf Bahn 1 geht's los mit den Modifieds. Limited Superstocks fahren eine Europameisterschaft. Wird, glaube ich, dann sogar der erste Europameister in der Klasse ausgesucht. Mhm. Müsste so sein, ja. Ja. 3-6 Supersport. Die Superstocks zum Abschluss, die Light Modifieds. Aber nicht der Tagesabschluss, sondern zum EM-Abschluss. Tagesabschluss bilden die dänischen Minis, die fahren nochmal einen dänischen Meisterschaftslauf. Ja. Einfach mal so, Gelände ist da, Bremswagen ist da, ja, lass nochmal fahren. Ja, wieso? Entzerrt die Verkehrssituation bei der Abfahrt. Ja. Das ist doch gut. Ja, das ist Samstag nachts die wollen um 21 Uhr fertig sein, glaube ich tatsächlich erstmal gar nichts von. Ah. Bei dem Programm 6 Stunden, glaube ich nicht. Naja, das vielleicht wird ein bisschen länger dauern. EM ist das immer so ein bisschen. Für den EM dauert das sowieso länger. Ja. Ja, und rechts die ganzen Chaoten. Jawohl. Bahn 2 haben wir ganz viele Superstandards, dänische, plus irgendwie eine Trax noch als Show. Also ja, sie fahren ja Trax in Dänemark. Haben nicht viele, aber so 2-3 Stück sind dazu gekommen. Kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ein, zwei aus Finnland dazu kommen. Ja, oder Holländer. Oder was, keine Ahnung. Ja. Wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Wird Spaß machen. Ja. Freue mich schon drauf. Das einfach mal. Ist auch ein schönes Gelände. Ja. Ist ja ein festes Gelände, ne? Ja, also, das feste Stadion. Ja, nur für Traktorpulling, da gibt's keinen Viehbetrieb oder irgendwas anderes mehr. Und dieser Zipfel da an der Autobahnabfahrt, der war so dreieckig, da konnte so nichts anderes mit anfangen. Dann hat man da ein Traktorpulling-Stadion reingebaut mit dem größten Fahrerlager aller Zeiten. Ja. Was geschottert ist, liegen, soweit ich weiß, auch Drainagen drin, ja. Weil die über die Jahre immer Pech mit Regen hatten. Und mittlerweile ist die Crew auch so gut geschult, da fallen 3 Tropfen Regen und du kannst gar nicht so schnell gucken, da liegt die Plane auf der Bahn. Ja. Also EM 2019 war das auch immer mal so Regenpause, mal nicht. Alter, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die Plane auf der Bahn lag. Also wer Lust hat, fahrt dahin. Es ist nicht so mega weit aus der nördlichen Hälfte Deutschlands. Ich glaube Flensburg knapp 2,5-3 Stunden oder so, ne? Irgendwie. Nee, so viel ist doch gar nicht. Nicht mal? Wenn du 3 Stunden von Flensburg fährst, da stehst du wieder in der Nordsee. Also nee, Quatsch, viel von Pinneberg da, von Jan waren das 3 Stunden. Ja, das, ja, das kommt eher das hin. Nee, Quatsch, dann sind wir sogar von Flensburg nur 2 Stunden. Wenn also, überhaupt nicht, ich glaube nicht mal so, ja, ist egal. Irgendwie so von der Grenze, das ist nicht weit. Nee. Man fährt auch quasi die Autobahn einmal gerade durch, irgendwo muss man an einem Kreuz mal rechts abbiegen und dann fährt man weiter und irgendwann kommt die Abfahrt Brande, man biegt zweimal ab und steht aber mal am Gelände. Also, so sieht's aus. Das ist super einfach zu finden, aber EM-Vorschau werden wir noch ausführlicher machen, wenn es dann soweit ist. Was wir vergessen haben, was zu trinken uns hinzustellen. Ah. Müssen wir eine Pause gleich machen? Nee, du redest jetzt diesen Dings weiter und dann machen wir einen Schnitt und dann hole ich was zu trinken. So. Okay, so machen wir das. Genau. Bin auch gleich fertig. EM werden wir uns auch noch intensiver mit befassen, die Woche vorher. Wenn die Starterliste auch raus ist, soweit bekannt, ne, dann werden wir uns auch vielleicht mal ein paar Tipps eindecken, wer so Europameister wird. Aber das ist noch ein bisschen hin. So in 3 Wochen? 3 Wochen. Mhm. 3,5 Wochen ungefähr ist es noch. Genau. 2,5 Wochen, Quatsch. Was laber ich denn für Müll? 8. und 9. September, so rum. Meine Fresse, das geht ja gut los. So, sag mal, was zu trinken? Ja. Pause. Prost. Prost. Wir sind wieder da. Sag mal, was wieder da? Wir haben was zu trinken. Mhm. So. Ja, ich kann nicht die ganze Zeit reden, dann kriege ich. Vor allen Dingen, kommen wir jetzt zu Seifertshofen? Nee. Erkläre ich dir gleich, warum ich Schwierigkeiten mit meiner Stimme habe. Okay. Seifertshofen kommt. Dauert noch einen kleinen Moment. Ja, mach mal. Frage der Woche haben wir ja erstmal. Und zwar ist ja mal nächste Woche steht das Eurocup-Finale an. Und da habe ich mal meinen Fragenkatalog durchgeguckt und habe gesehen, wir haben noch eine Frage zum Eurocup. Ich denke, super Gelegenheit. Aua. super Gelegenheit. Frage doch mal die Frage. Und zwar vom IHC-Team. Welche Rahmenbedingungen haben die Teams im Eurocup? Also Start, Sieggelder, Sieggeld bis Platz, Fragezeichen. Gibt es eine Strafe bei nicht antreten? Und warum fahren einige Teams lieber im Eurocup als national? Oh Gott.
Also fangen wir mal mit der Kohle an. Also das fängt damit an, dass du dich erstmal einschreibst. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was das momentan der Preis ist, aber das waren auch schon mal so 1000 Euro, meine ich so in die Richtung. Die zahlst du erstmal, damit du da überhaupt mitfahren darfst. Mhm. Dann wird Sieggeld ausgezahlt. Das variiert pro Klasse. Bis Platz 12, glaube ich, bis war das, Platz, ne? 12, Platz ja. 1 bis 12, die da anwesend sind, kriegen Sieggeld. Ja. Ich meine, das geht hoch bis an 2200 Euro für den ersten Platz oder so. Okay. Kommst du nicht, wird der Kohle von diesen 1000 Euro, die du vorher einbezahlt hast, abgezogen. Und die geht dann in einen Punktetopf. Mhm. Das heißt, am Ende des Jahres wäre das ganze Geld, da ist sowieso schon ein bisschen was drin von den Veranstaltern, plus diese ganzen, ich sag mal, Strafzahlungen, die werden dann unter den Teams ausgeteilt, die gefahren sind. Das hat man okay. gemacht, weil das früher so einige gemacht haben, die haben sich dann nur die Rosinen rausgepickt, haben den Eurocup angemeldet und sind aber nur da gefahren, wo es nicht zu Hause war. Und haben dann natürlich den Teams, die dann zum Teil weiter anreisen hatten, die Plätze weggefahren. Mhm. Und die brauchten ja eigentlich in der Gesamtrechnung übers Jahr gesehen, ja, ihre gewissen Einnahmen. Ja, und wenn ich dann auf meine Veranstaltung habe, wo sich dann so Leute da reinmogeln, die da eigentlich an der Serie überhaupt kein Interesse haben und die auch mal die Kohle wegfahren, das ist natürlich gemein. Und die eigentlich nur fahren wollen und... Ja, und für die Leute, die natürlich nochmal, was ich, wenn ein holländisches Team noch 200 Kilometer zum Eurocup fährt, ist das für die ja schon viel in Holland. Mhm. So, und dann haben die auch mal 2000 Euro mitgenommen und das war natürlich für die super lukrativ. Mhm. Damit das ja, nicht klar. passiert, gibt's diese Einschreibegebühr. Gut, das war das eine. Was war das andere? Gut, Strafe bei nicht antreten haben wir auch. Und dann gibt's eigentlich nur noch, warum fahren einige Teams lieber Eurocup als national? Ja, kann ich dir sagen. Wenn du ein gewisses Level erreicht hast, ist Nationalfahren teilweise ziemlich langweilig. Ja, das ist so. Also ich kann keine Anekdote aus dem Grimmonster-Team erzählen. Das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, wo Jannis da wie so ein Bekloppter bis 125 Meter genagelt ist. Da musste er sich am Ende des Tages erstmal anhören, soll er bitte den Gashebel nicht so lange festhalten, weil das A bringt es nichts und zweitens muss man die anderen ja nicht komplett demoralisieren. Die sind ja beim Monster inzwischen sogar so weit, dass sie jetzt ihre Gewichtskompensation aus dem Trecker genommen haben. Der durfte noch Gewichtskompensation? Ja, sicher darf er Gewichtskompensation fahren als Sport 12. Der hat also auch 200 Kilo mehr gekriegt auf die Nase, weswegen der Trecker auch noch funktioniert. Mhm. Und jetzt haben sie schon Gewicht vorne runter und drehen das Zugbändel schon runter dann 3,5, damit sie das, ja, versuchen so ein bisschen. Ja gut, das ist halt, ne? Es gibt halt Teams, die fahren auf einem anderen Level. Ja, das hat man, das war am Anfang der Zeiten des Sports, war das halt so, dass das, sich alles einigermaßen gleichmäßig hochgeschaukelt hat. Aber einige sind halt ewig dabei. Mhm. Die haben Niveau und alles, was jetzt neu kommt, hat überhaupt keine Chance, da ranzukommen. Sei es vom technischen Wissen, sei es von der Ausstattung mit Werkstatt, Sponsoren, Fahrzeuge und so weiter. Außer man hat 2-3 Millionen auf dem Konto, aber ja, dann kannst du da voll einsteigen. Ja, und ja, das ist dann auch so ein bisschen... Torben Lars hat immer gesagt, ich fahre keine nationale Meisterschaft. Das ist ja wie bei Fakirmes den kleinen Kindern die Kekse klauen. Oder auf Halloween. Ah, okay. Dann sagt er, die sollen noch ihr da lernen im nationalen, damals Dänemark, auf den dänischen Meisterschaft, sollen sie doch lernen und sich da entwickeln. Sagt er, wenn ich dazwischen fahre, fahre ich denen nur die Kohle weg und demoralisiere sie. Sag mal, könnte man ja Fußball fast auch so sehen, so wie mit FC Bayern München und Werder Bremen zum Beispiel jetzt am Wochenende. Bayern gewinnt 4-0, sind eigentlich eher in der Champions League zu Hause und Bundesliga ist nur so, ja, Pflicht. So, ja, das geht ja noch, ne? Aber das ist ja so inzwischen in Deutschland ja schon eher so, da fährt die Bayern München gegen, was weiß ich, FC Aue oder sowas. Ja, teilweise ist es so, aber gut. Dafür gibt es den Eurocup und dafür kann man da fahren. Richtig. Da fährt man mit den anderen 10, 12 Treckern. Da kommen wir auch immer weiter hin, ne? Merkst du schon mit der 4-Tonnen-Klasse, dass das nur noch Teams können, die wirklich lange dabei sind und das geht in den Eurocup. Oder auf national kriegst du die Klasse gar nicht mehr zu sagen, aber das tut sich keiner mehr an. Nö, aber ich finde es tatsächlich dieses Konzept auch nicht schlecht. Also lieber gucke ich mir, sagen wir mal, eine Eurocup-Klasse an, wo du wirklich 10, 12 Trecker hast, die, wo du weißt, die fahren auf einem Level, als, sage ich mal, national. Also für die Fans ist es ja auch dann doof zu sehen, wenn da 2, 3 Trecker oder 1, 2 Trecker im Eurocup starten, wo du weißt, die sind definitiv klar besser als der Rest, zu sagen, okay, die gewinnen. Wo ist da der Reiz? Also genau. Soll auf gar keinen Fall diskriminierend den anderen kleinen Teams gegenüber sein. Nein, ne? Also, die sind ja selber kleine Teams. Nein, das eben. Ist, du, in Amerika machen sie das ganz einfach. Du fährst dein National, hätte ich beinahe gesagt, dann bist du da oben also nationalweit, dann kannst du da Vollgas geben. Und wenn du meinst, du musst in deinen lokalen
State-Level, was so vergleichbar ist mit dem, was bei uns in der nationalen Meisterschaft ist, dann schraubst du ein oder zwei Motoren ab. Punkt. Und dann fährst du. Die haben national oder in den kleinen Regionen ganz andere Limits als im Grand National. Irgendwas sagen, die kenne ich, ja, ja. Ja, so. Und dann ist das auch geregelt. Dann hast du auf einmal im National ganz andere Teams und auch viele neue Teams. Und ja, die alten Hasen hauen sich im Grand National. Genau, also, wer dann wilde Sau spielen will, der baut zwei Motoren mehr auf und geht. Ja, und wenn sie sagen, spielen. Okay, da gibt's ja auch einige, die sagen, ey, ich will meine 50 Rennen im Jahr fahren. Ja, dann fahren die aber auf dem Ohio State Fair. Gut, den gibt's nicht mehr, aber fahren sie auf dem Ohio State Fair dann nicht mit vier Hemis, sondern nur mit zweien. Ja. Punkt. Und dann nehmen sie die anderen zwei im LKW mit, fahren dann nach Bowling Green, bauen die wieder auf, geben da wilde Sau, nächstes Wochenende geht's dann wieder runter. Richtig. Oder nächste Woche geht's dann im Woanders. Das habe ich hier versucht auch mal durchzusetzen, hat man mich für bescheuert erklärt. Gut, jetzt müssen wir damit leben. Gut. So viel zu dem Thema. Ja. Hoffentlich weiter gehe ich da nicht drauf ein und kriege mich noch auf. Nein, das wollen wir nicht. Nee, aber kannst ja sehen, was mit unserer freien Klasse jetzt los ist. Ja. Ne? Leider ist es so. Völlig voll Band gefahren. Wo wir gerade bei Amerika waren, lass mal darüber gehen. Keine Führungsstärke drin. So. Ja, genau, da sind wir ja schon mal den ganz bekloppen. Genau, wir gehen direkt zu denen, die richtig auf die Scheiße gehauen haben dieses Wochenende. Und zwar Bowling Green. Also, nun mal wieder ein paar Zahlen sind. Ich hatte es ja letzte Woche schon mal angedeutet. Starterliste Two-Wheel Drive 60 Stück drauf. Also du bist gefahren, denkst irgendwann so, ja, so langsam müssen sie mal durch sein. Guckst du die Starterliste, wir sind bei Starter 22. Von 60. Von 60, da kommt noch eine ganze Menge. Okay. dann hatten wir 49 Minis am Start. Wir hatten 50 Pro Stocks, 40 Four-Wheel Drives und keine Ahnung, ich glaube, Unlimited waren über 17, 18 und Modifieds auch irgendwie so in den Dreh und ich glaube, die kleinste Klasse waren die Super Semis mit 9. Ja. So, das sind aber die großen Trucks, die sind ein bisschen... Teuer. Ja, teuer. Ja, was hatten wir Erfreuliches zu berichten? Und zwar das Team Boer mit Bobcat Junior. Die haben einfach mal wieder den Bowling Green Ring gewonnen. Jawohl. Mal eben so nebenbei. Also ja, da muss man erst aus Holland kommen, damit das Ding wieder gut vorne fährt. Also davon erstmal Glückwunsch an dieser Stelle nochmal ans Team. Sie haben in den beiden Sessions einmal am Freitagmittag und Samstagabend, nur Nacht, haben sie einmal Platz 2 und einmal Platz 3 erreicht. Was in der Gesamtwertung dann gereicht hat, um diesen Ring zu gewinnen. Also, sie haben am Freitag haben sie den einzigen Vollpol neben Ken Vini, dem, also mal einer der großen. Der mit 83 Jahren immer noch auf dem Minipuller sitzt. Der sogar, ich habe gehört, der ist 86. Oder 86. Und er hat am Samstag noch unterm Trecker gelegen zu schrauben, wo ja, ich denke, jo, ja. Heftig ich hab, mit 86. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, das ist definitiv er, ja. Und den einen Pull, den wollte ich auch mal mitnehmen, weil der hat nämlich, den habe ich auf unsere Seite gesetzt. Und der hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ich lasse ihn einfach mal laufen erstmal, für die, die es nicht gesehen haben. Ja, das war der Full Pull. Und wir definitiv keine niederländische Bahn? Nein, keine niederländische Bahn, weil staubtrocken. Und da wurden dann nämlich einige geschrieben, ist das überhaupt gesund für den Motor? Nein. Hatte ich dann erst in Frage der Woche Kanal, aber ich habe gedacht, nee, das können wir auch jetzt beantworten. Ja, weil das haben die selber beantwortet. Das macht halt gar nicht gut für den Motor. Das ist überhaupt nicht gut für den Motor. Also das, so soll das nicht aussehen. Oder auch so. Da sieht man das mal. Das hat das Team nicht selber gepostet. Ja. Das ist komplett. Was ich aber so krass finde, ist, dann wird mal eben zwischen zwei Chassis der Motor überholt, ja. Pass auf. Eben da da hatte ich auch so ein ganz interessantes Bild. Das war der Trecker am Samstag. Nachmittag, ich glaube, da lief gerade die vierte Session, da haben die alle noch geschraubt und da sah der Trecker so aus. Der war eine Stunde vor Start der Klasse fertig. Ja, aber guck dir Top Fuel Racing an, dann passiert das die ganze Zeit. Ja, und das ist, Top Fuel Racing ist das Arbeit von einer Dreiviertelstunde. So ja, aber die sind noch ein paar mehr Leute. Ja, also die haben, ja, die mussten ja auch die Kupplung hier sehen. Ja, aber so ein Hemi ist schon relativ einfach zu montieren. Gerade aus dem Grund, weil er aus dem Drecksler-Sport kommt und das so gemacht worden wird. Also die haben auf jeden Fall eine ganze Menge gearbeitet und geschraubt. Und ja, im Endeffekt. Ja, aber wie krass ist das, dass wenn du das gewinnen willst, du quasi deinen Motor mittendrin überholen musst? Auf was für ein Niveau begeben wir uns langsam? Ja. Ja gut, es war so weit, dass wer Thunderpulling mal gesehen hat, Thunderpulling 12 war das, glaube ich, da konnte man sehen, dass die vom Gallot Superstock Team, die haben den Trecker mal auf der ersten Session komplett zerschossen, wirklich Block kaputt, Pleuel raus, alles in den Fritten. So, und die haben dann den Motor einfach Kran raus, haben geguckt, ja, Turbo-Setup sieht noch gut aus, neuen Block rein, alle Innereien waren schon drinne, nur noch Feststrauben, ich glaube, den Kopf noch gewechselt,
Und dann an der zweiten Session lief das Ding. Ich meine, die haben sogar aus dem Ring gewonnen. Ja. Ja. Also, ja, das ist aber Aber andere das weiß ich Klasse. noch von Mike Holden, der erzählte das damals schon. Wenn die Saison hatten, dann sagt er, zwei Leute in der Werkstatt Motoren machen, drei Leute auf Tour und wenn Motor kaputt, dann Werkstatt anrufen, wir treffen da und da auf dem Rastplatz. Wechsel um. Und dann wurden bei den Motoren auf dem Rastplatz getauscht und dann ging es zur nächsten Veranstaltung, weil er keine Zeit hatte, nach Hause zu fahren. Ne? Heftig. Ja. Ja, auf dem Level sind wir angekommen. Also zumindest in den USA. In Ja. Europa, ich hoffe, dass wir in Europa nie auf diesem Level ankommen, Das muss ich ehrlich sagen, weil das ist irgendwann unbezahlbar. So sieht er übrigens aus, der Ring. ist das hässlich. Ja, amerikanisch halt, ne? Da wird Ja. immer Ring verteilt mit ganz viel Glitzersteinchen drauf und irgendwie muss erkennbar sein, was es ist. Und das ist das 56. Rennen gewesen. Also sieht er so Ja, aus. wieder was für die Vitrine. Genau, das ist nichts, was man irgendwie um den Finger trägt, das stellt man sich in die Nee, da Vitrine. kriegst du Lahmarm von. Ja, was hatten wir noch? Ich hatte noch ein paar mehr Videos mitgebracht. Wir hatten auch ein bisschen, ja, wilde Minis wieder. Oh ja, einen gewaltigen Überschlag. Einen gewaltigen Überschlag, ja. Ja. Heftig, aber Fahrer ist nichts passiert, ist ausgestiegen. Klar, einmal eben kurz zu den Sunnies, einmal checken, aber er ist ausgestiegen, danach war alles cool. Trecker, gut, der sah nicht mehr so cool aus. Ist das ein alter Red Poison oder sowas? Weiß ich gar Sieht doch nicht. so aus, ne? Könnte sein. Ja. Der alte Radpoisen, also der auch in Deutschland damals gefahren ist, in Edewecht, der war auf jeden Fall auch am Start unter Plum Crazy, irgendwie sowas. Ich habe den nur gesehen und gedacht, die Optik kennst du. Der war nämlich auch am Start. Und wir hatten in der Samstag-Nachtsession auch einen heftigen, ja, wilden Ritt. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Weiß auch gar nicht, wie der Mini heißt, ehrlich gesagt. Kriege ich auch nichts drauf. Jo. Ja, wie man sieht, der Fahrer war knocked out, aber auch er ins Krankenhaus gekommen und abends war er wieder auf dem Gelände und auch Ah, da die ist sollen mal nichts sehen, dass wir passiert. so Handsysteme da reinkriegen oder so. Hat er, glaube ich, sogar an. Wenn ich das sehe, da sind so Streifen, Ja, hilft schon. das hilft gewaltig. Also, Weil wenn du den Helm hältst du mit der Nackenmuskulatur nicht. nee, Das nein, ist das haben wir schlecht. auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, beim Rennie Mission Impossible haben wir das schon ein paar Mal gesehen, wenn er sich aufgestockelt hat, dann hat der Fahrer irgendwie auch auf einmal den Helm verloren. Ja, das geht aber gar nicht. Also das hat auch was mit Zubinden zu tun, aber. Aber wir sind ja mittlerweile, ich glaube, im Europareglement ist das Handsystem mittlerweile dringlichst empfohlen. Ich weiß nicht sogar, ob es mittlerweile vorgeschrieben ist. Also für Will ich die mich jetzt nicht Minis würde ich festlegen, sagen, ich sag aber. mal, sowas wie wir fahren, da brauchst du das nicht mehr. Und so reicht, glaube ich, der normale Halskrause, weil du einfach zu Ja, schnell sind, wobei aber. guck dir die Holländer an, das ist ja das Level, das ist ja das Nein, ich Niveau. meinte jetzt in unserer Klasse, Ach so, also. in unserer Klasse. Ja, nee, ich rede jetzt nur von den Minis. Ja, Bei den Minis aber. steht es nämlich im Reglement drin, dass das dringend empfohlen Ja, ist. also, dieses Geld sollte man ausgeben. Was wir noch, wer noch Geld ausgibt, ist der Giddy Up. Jo. Der hat irgendwie in der Unlimited ein bisschen, ja, Rad ab. Das sah auch sehr interessant aus. Oh, wachsendes Rad. Ja, und ein Ist bisschen weit. das Gummi von der Felge oder ist das ganze Rad abgebrochen? Nee, ist das Gummi von der Felge. Also man kann es hier, da kann man es so ein Ja, bisschen Felge ist noch sehen. da. Okay. Aber da sind alle Schrauben abgerissen Ja, und das ja. ist so klar. Das, ja. Also der Ersatzreifen ist für die Tonne. Für ihn ja. Ja, für ihn. Ja, ansonsten habe ich noch zwei Videos mitgebracht von zwei Treckern, die mir persönlich sehr gefallen. Also einmal der Smokin' Hot Deer, ein Diesel-Superstock, der ja für europäische Verhältnisse total ungewöhnlich aussieht. Läuft immer nicht 100%, aber jetzt in Ja, Bodeglin. ziemliche Experimentierkiste, die versuchen ganz viel. Also er lief einigermaßen, hatte nur ein bisschen Balanceprobleme, aber ansonsten motortechnisch klang das gut. Da ist auch ein bisschen Europa mit drin. Da ist Musik drin. Da ist Musik drin. Und ja, ein meiner Lieblingstrecker, den ich ja zum Glück in Rotterdam auch schon mal gesehen habe, Adam Bauer mit dem Crossfader, der die Unlimiteds in der Samstag-Nacht-Session gewonnen hat. Ja, ich muss mal eben darauf hinweisen, das ist 3,8 Tonnen. Da hängen vorne noch Gewichte drin, ne? Ah, nicht wirklich. Aber da sind 5 Hemis drauf, ne? Drehzahl bis nach Meppen. Und wenn man sich das Motorkonzept anguckt, das haben die Amis jetzt dieses Jahr neu erfunden. Auch der Uncle Sam fährt das. Den fünften Motor nicht hinten drauf, sondern
In der Mitte. Ja gut, die müssen Gewicht nach vorne kriegen. Ja. Reifen sind besser geworden. Sieht man. Kommt doch an. Aber hat, ja, war sehr interessant. Auch die Unlimiteds teilweise schon so viel Power, die kriegen die Leistung gar nicht mehr auf Erden. Wie viele haben da erwachsene Reifen gehabt? Das ist nämlich langsam das Interessante, wenn man sich die Unlimited-Klasse drüben mal anguckt. Das hat nicht unbedingt damit mit zu tun, wer jetzt die meisten Motoren da drauf hat. Nee, so, der, wie heißt der, Full-Blown Wicked, der, diese lila-gelbe Kiste von Theobald und der Money Pit, die fahren ja beide mit drei Hemis, ja. Allerdings mit den Schraubenkompressoren. Die machen natürlich dann noch mal ein bisschen mehr Druck in die Motoren, aber da kriegst du aus drei Motoren dann auch schon 10.000 PS raus und ja, das reicht teilweise. Ja, genau. Also hier hat es nicht gereicht. Hier waren sie tatsächlich relativ... Nee, es liegt ein bisschen an der Bahn. Ne? ...im Hintertreffen. Aber wenn die Bahn gut für die ist, also wenn die Bahn für die Übermotorisierten, sage ich mal, zu heftig ist, dann sind die dann vorne und ja, lass das ein, zwei... egal, was du machst, drei Motoren sind weniger Arbeit als fünf. Hey, das ist so. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. ja, also auf jeden Fall, Bowling Green war sehr interessant. Ich habe mir die alle fünf Sessions angeguckt. Und ach, du warst das mit den 130 Dollar oder wie war das? $100 war es. 100 Dollar. Aber ich habe nur gesagt, ob ich nun zu Hause... Mengenrabatt. Ja, tatsächlich. Also so eine Session $25 und so war es irgendwie nur bei 100 noch was, keine Ahnung. Aber ich habe mir gesagt, warum, ich will das Wochenende zu Hause sitzen. Wenn ich jetzt saufen gehe, dann gebe ich auch über 100 Euro aus. Also kann ich mir das auch mal gönnen. Ja, und war besser für deine Leber. Was denn? Und war besser für deine Leber. Das auch, auf jeden Fall. Ja, Tractor Pulling hält dich gesund, ist ja geil. Ja, also ich sag mal so, ein Event, was man besuchen sollte. Mein Plan ist mittlerweile nächstes Jahr mal rüber zu fliegen. Vielleicht willst du ja mit. Wenn ich dann nichts zu streamen habe, wenn ich jetzt nichts zu streamen gehabt hätte, wäre ich da gewesen. Ja, okay. Dann nimmst du mich aber mit, wenn du rüber gehst wieder. Ja, ich nehme dich nochmal mit nach Amerika, das kriegen wir wohl hin. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Paul Beniers bedanken, der mir ein paar Souvenirs mitgebracht hat in Form von T-Shirts. Habe ich jetzt noch nicht bei mir. Hast du eigentlich noch irgendwelche T-Shirts ohne wilde Bilder vorne drauf? Ja, die kommen noch nicht. Steht Feuerwehr wahrscheinlich drauf, ne? Nein, meine normalen Arbeits-T-Shirts sind auch alle. Ah ja, du bist aber der Stadt, du musst ja nicht kleine Zeichen. Ja, anständig, ja. Nee, aber da ich so ein bisschen der Pullig-Shirt sammle mittlerweile, ich habe also ein extra Regal, nur wo die Dinger drin sind. Ja, man muss sich vorstellen, wir waren ja letztes Jahr bei meinen Eltern in Florida, also im Vorhinein schon paketeweise T-Shirts hinschicken lassen. Der ist mit einer, der hat es geschafft, mit Handgepäck nach Amerika zu reisen und ist mit dem Koffer wieder zurück. Das war Training für Bowling Green, weil das wird da genauso laufen. Nee, also da habe ich Paul nochmal vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir das dann nächste mit der Übergabe hinkriegen und dann läuft das. Ja. Gut, dann lasst zurück nach Deutschland kommen. USA haben wir fertig für heute. Ja. Wir gehen nach Seifertshofen, wo du warst. Erzähl du. Seifertshofen, es hat sich vieles geändert, einiges nicht. Also es war definitiv wieder zu erkennen, gewaltig aufgeräumt. Eigentlich guter Neustart vom Event. Sie hatten ein bisschen Pech, die hatten richtig Regen bekommen, die Bahn war komplett abgesoffen. Dann haben sie da vorher nochmal 40 Tonnen Kalk reingefahren. Das war jetzt die Rettung, sag ich mal, aber natürlich ist das für die Bahn nicht so, auf Dauer nicht so toll. Ne? Also besser auf einer Kaltbahn fahren, als gar nicht fahren. Das ist so. Ja, so, dann stellte sich raus, der Vorbereitungsraum ist ein bisschen klein, hat ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mussten viel rangieren. Mhm. Aber ansonsten eigentlich ganz nettes Event. Schön. Also war auch gut besucht. Hans war zufrieden. Wetter war top. Eigentlich war schon wieder fast zu warm. Im Stream sah es auch gut aus. Die Zuschauerringe sahen gut gefüllt aus. Ja, also war jetzt nicht brechenvoll. Aber da war so viel los auf dem Gelände. Die hatten, also wer schon mal da gewesen ist, die Wiese quasi hinter der, nicht die Straßentribüne, sondern andere Seite. Die Wiese war komplett voll mit, ja, ich sag mal, von 4x4 Fahrzeuge, Wohnmobile, Expeditionsfahrzeuge, Dreckster, was du dir vorstellen kannst, alles da. Da hatten sie ja gesagt, Heavy Steel, so sonntags soll das ja eher so auf Ausstellung gehen. Ja, der Fluch der Grieche dann auch immer, oder zu irgendwelche Leute von ihm da immer was übers Feld. Dann hatten wir eine PA-Anlage, der Typ, der hatte auch irgendwie, spielte dann immer so Flugzeugsounds da volles Röhr übers Gelände. Ach, das war das. Ich habe mich irgendwann einmal, stand ich gerade vor meinem Grill und ich denke, oh, da geht ein Motor an. Renn schnell hin, ich denke, wo ist denn der Trecker dazu? Ja, so ging mir das auch. Und da hab ich gemerkt, das war auch so anders. Erst flog das Flugzeug, dann konntest du hochgucken und so 5 Minuten später spielte er seine Sounds wieder über die PR und alle guckten nach oben und war nichts zu sehen. Und er hat sich in seinem Köfferchen, dann kann man leider token lassen. Ja, wahrscheinlich. Aber wir hatten Spaß da, was das betrifft. Bedanken wollte ich mich noch bei Christian und Florian, die mir da echt geholfen haben mit dem Stream, weil ich hatte da ein bisschen Theater. War alles super, alles lief toll. Und dann waren Gartenpuller, Pompak Diesel und 600er und irgendjemand schrob mir die Kreidekarre vor, die Satellitenschüssel.
Ich habe nur zu Hause gedacht, oh, scheiße, jetzt fällt das Bild schon wieder aus. Und dann hast du den Check geschrieben, den hat mir eine Kreditkarte vor für Starlink gestellt. Ich so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, erstmal dahinter kommen, wissen, was das ist. Und dann habe ich die Kreditkarte weggefahren. Und dann hat dieses blöde Starlink, das war so durcheinander geraten, dass er eine Dreiviertelstunde lang rekalibriert hat, bis er wieder sagte, er wäre wieder online. Scheiße, ey. Ja, und in der Zeit musste ich dann mit dem quasi nicht vorhandenen Handynetz aus Seifertshofen versuchen, einen Stream zu machen. Ja, das hat nicht so funktioniert. Nee, ich bin dann in meinem Bulli, habe also das ganze fest eingebaute Equipment, was ich normalerweise benutze, da rausgerissen, alles in die Bahn geschleppt. Aha. Alles wieder neu gestartet, neu aufgebaut und dann ging es wieder einigermaßen. Und irgendwann sagt der Starlink, hey, ich bin wieder da. Pff. Volles Bildsignal. Scheiße. Super. Gut, aber immerhin hat es geklappt. Also der Stream an sich war auch... Ja, also ich habe auch im Endeffekt, glaube ich, hast du nur 3 oder 4 Züge verpasst, die auch alle nicht dolle waren. Ja, gut. Genau, Zusammenfassung der Klassen sind, also ganz schnelle Zusammenfassung ist auf unserem YouTube-Kanal. Stimmt, ja, Gartenpulling hast du extra gemacht und die... Und, ja, ich mag das, ich mache jetzt gemein klingen, aber wenn ich ein YouTube-Video mit Gartenpuller anfange, dann ist es nicht so populär, kann man auch an den Besucherzahlen jetzt auf den Dingen sehen, deswegen trenne ich das. Aber ich will sie ja nicht raus und vorlassen. Nein, auf gar keinen Fall. Die haben ja auch eine tolle Show gemacht. Ja, aber super. Also richtig geil. Die hatten zum Teil arg zu kämpfen, weil der Kalk dann auch teilweise relativ frisch war und dann waren so Stellen drin, wo da zu viel oder mehr Kalk drin war als woanders und dann war da auch mal der Grip weg und... Ja, und das ist natürlich mit einer Kalkbahn, die wird trocknet unheimlich schnell aus und wird ganz schnell hart. Und dann haben sie die am Tag auch nochmal aufreißen müssen, nochmal wieder Wasser rein. Und das der Arbeitsbereich für so eine Bahn, der wird immer unheimlich schmal, wenn du Kalk drin hast. Ja. Aber es ist halt, ne, wenn du Wasser, wenn es abgesoffen ist, was willst du machen? Ja, kannst du. Irgendwie musst du es ja retten für den Tag zumindest. Ja, Gartenpulling-Ergebnisse haben wir Little Monster auf 1, Gold Edition auf 2 und Smoking Blue auf 3. Punktemäßig ist das Little Monster relativ gut vorne. Ich glaube, müsste schon als deutscher Meister jetzt feststehen. 104 zu 46 bei 2 Läufen. Ja, das müsste fast passen. Also ich glaube, beim nächsten Lauf noch Kette stramm ziehen, dann sind wir auf jeden Fall safe. Gut. Ein Wort an Gottes Gehör lang. Glaube ich zumindest. Ich kriege dann wieder die E-Mails. Stimmt noch gar nicht. Ich kann jetzt nicht so schnell Kopf rechnen. 500 Kilo Freiklasse Screaming Green auf 1, Giftzwerg im Heimspiel auf Platz 2 und der Back Again aus Österreich auf Platz 3. Mhm. Und Punktestand ist der Giftzwerg noch vor Screaming Green. 9 Punkte Unterschied. Und Little Fox mit 61 auf 3. Ich glaube, da ist ja nur noch geringe Chancen auf den Meistertitel, aber Giftzwerg und Screaming Green werden das in den letzten 2 Läufen nur so ein bisschen unter sich ausmachen. Dann haben wir die Kompaktdiesel 600 Kilo mit Red Raptor auf 1, unser Werkstattkollege Thorsten. Dann Platz 2 Little Evo und auf Platz 3, scheiße. Das ist schon wieder die falsche Ergebnisliste. Ah. Hätte ich beinahe gesagt Tiger Duck. Little Fox? Wieso steht denn da Little Fox? Das ist ja Blödsinn. Der war, okay, dann habe ich mich doch nicht verschrieben. Steht in der Ergebnisliste falsch. The Gambler auf 3 aus Österreich. Punktemäßig ist... Du warst jetzt in der Kompaktdiesel oder bei der 600? Ich war bei Kompaktdiesel. Gut, dann habe ich auch wieder Blödsinn erzählt. Oh, wir kriegen das schon irgendwie als Zugang hier. Kompakt ist es so, Hagi war nicht am Start, ist aber noch führender in der Meisterschaft, hat quasi das Streichergebnis genommen. Ja. Red Raptor ist jetzt auf Platz 2 und Little Evo auf 3. Ja, und wir brauchen heute Sonderzulage. Fliegen, warm, Spitzen. Ja. Oh, Mann, heute ist hier richtig brütende Hitze im Studio. Ja, und 600 Kilo freie Klasse haben wir den Topolino auf Platz 1. Den Platz 2 Mr. Easy und den Platz 3 Insanity. Und dort sieht es so auch punktemäßig Insanity noch führender. 12 Punkte vor Art of the Limit. Und Mr. Easy auf Platz 3. Also auch da wird es noch spannend in den letzten 2 Läufen. Das Video vom Topolino habe ich aber dabei. Was den Pull fand ich saugeil. Also der lief ja wie die Feuerwehr. Mhm. Topolino. Power.
Die beiden, also den und den Kamikaze, beide mit dem Toyota Supra. Also ich finde diese Motoren, es ist saugeil. Und zwar, die beiden würde ich gerne mal gegeneinander fahren sehen. Wenn beide nächstes Jahr vernünftig meine Saison auf dem Buckel haben. Ich amüsiere mich gerade so ein bisschen, weil sie alle gesagt haben, ha, mehr als 600 PS gehen in der Klasse nicht. Das geht nicht über die Reifen. Jetzt sind sie mit den richtigen Motoren zugange. Das wird noch lustig. Ja, dann hatten wir, ging's weiter. Wir hatten eine Demo-Klasse 300 Tonnen Sport, wo Black Evolution gewonnen hat. Mhm. Maggie auf Platz 1, Platz 2 Black Magic und Platz 3 Black Edition, also Black. Ja. Betty war auch völlig durcheinander, ganze schwarze IH-Bande. Also es war aber halt nur eine Pokallaufklasse, weil es sollte ja eigentlich der Meisterschaftslauf in Albstedt stattfinden. Ja. Deswegen haben sie da waren halt der Vorteil, dass da noch ein paar Trecker dann dazugekommen sind, so wie Black Evolution. Ja, die waren ja mit dem Gartenpuller da. Genau, dann haben sie den gleich mit eingepackt. Ja, macht nicht viel Sinn, mit einem 40-Tonner und mit dem Gartenpuller loszufahren. Da kann man den großen Trecker auch mitnehmen. Man kann schon, aber... Ja. Dann hatten wir Minis und das war eine ganz interessante, da waren zwar nur vier Trecker, aber das war eine ganz wilde Nummer, fand ich. Ja, die Bahn war unheimlich hart, wie gesagt, und da jetzt der richtige Setup zu finden, das hat also echt ein bisschen gedauert. Also Another Grave Digger hat super eigentlich hingekriegt, ich glaube, ist aber am Ende ein kleiner Schaden gewesen. Ja, was genau, weiß auch nicht, so ein paar Sachen flogen da weg, aber genau kann ich es auch nicht sagen. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie ein Tablet von hinten aufgehoben wurde und es einmal laut geknallt hat. Aber das könnt ihr am besten selber mal angucken. Den Pull, der war, den fand ich echt genial. Ja. Falls sich jemand fragt, warum das so verzerrt. Man kam vom Start zu mir und hat gesagt, man hört den Sprecher nicht, man hört den Sprecher nicht. Und ich habe immer weiter lauter gedreht. Gleichzeitig hat der Mensch mit der PA die Anlage lauter gedreht, weil der Grund, warum man den Sprecher am Start nicht hören konnte, war, dass er zu leise war, beziehungsweise so eine riesen Wall of Sound da aufgebaut hätte. Mhm. Wo das, also, ja, geht nicht. Kannst du nicht machen so. Auf alle Fälle haben dann zwei Leute gleichzeitig lauter gedreht und da ich auf der Bahn stehe und nichts höre, er wird schwierig. Hatte ich es dann irgendwann verzerrt. Peinlich, ne? Ja gut, kannst du ja nicht wissen, ne? Ja, wir hatten den Little Bastard am Start, also Sven, der hat irgendwie, weiß ich nicht, was sie dem morgens in Kaffee gekippt haben, aber der hatte mit seiner Kupplung und Motor ja gar keine Gnade irgendwie, ne? Nee, aber er war gut zufrieden, bis auf dieses Backfire, was er da hatte, aber er war sich noch nicht ganz sicher, wo das jetzt herkam, aber er sagt, das war aber das Burst Panel, was rausgedrückt. Ja, Burst Panel war rausgedrückt und Riemen auch ab. Ja. Er war sich noch nicht sicher, was jetzt als erstes gekommen war, weil von der Abgastemperatur und so war eigentlich alles gut. Aber der hat ja gedreht, alter Vater. Da habe ich auch aufs Sofa gesetzt, habe ich mich selber vergehrt. Ja. Also. Eieiei. Das war. Aber es war noch nicht Drehzahlbegrenzer, der kann noch mehr. Ja, der kann noch mehr, aber wenn man sieht, so an alle anderen Minis fahren ja mal so ein bisschen Vorsichtgas, bis sie gucken und zumachen und geben dann Vollgas. Sven, 0-1. Direkt auf Kill gegangen. Wir hatten den Joker. Allerdings nur ganz kurz. Ja, aus abgedreht. Thomas saß am Steuer und ja, ich habe online auf Facebook gelesen, den hat das komplette Getriebe zerlegt. Ja, schade. Sehr schade. Sie sagten noch, ein Schaden, der eigentlich für die EM nicht zu reparieren ist, aber sie wollen zur EM und deswegen haben sie gesagt, wir versuchen es. Ja. Wir sind gespannt. Als deutscher Meister dürfen sie auf jeden Fall hin. Mhm. Ja, und Hothead war auch interessant. Tevis hat mir noch was geschrieben. Vielleicht im Vergleich zum ersten Pull haben das Zugpendel erhöht und eine deutlich größere Rücklaufpille. Ein Marker gestellt. Ja, genau. Das kannst du mir besser beantworten. Rücklauf ist der Sprit, der dann nicht in den Motor geht. Okay. Wenn man den größer macht, geht mehr in den Tank. So. Das verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Okay, den haben sie größer gestellt und Tevis sagte, trotzdem hat der Motor noch gefroren, die Sau. Aber es ging deutlich besser und damit war es auch der Tagessieg dann. Ja. Und damit waren sie an sich auch ganz gut zufrieden. Man kann man auch sein. Also der Hothead, der, ich glaube, so gut ging er das ganze Jahr noch nicht. Du grinst. Nein, ich grinse einfach nur, weil, wie gesagt, diese Bahn war so außerhalb der normale
Kondition, dass man da nicht so viel aufgeben sollte. Aber es heißt halt dann auch gut. Aber es ging ab motortechnisch, er lief ja. Ja, und es geht natürlich auch dann darum, sich auf solche Bahnen einzustellen. Deswegen Hut ab, ne, für der Leistung, gar keine Frage. Genau. Also wie gesagt, Hotline auf 1, Another Grave Digger, dadurch, dass alle anderen zu früh gestanden sind, auf 2 und Little Bastard ist dann auf Platz 3 gelandet. Ja, obwohl der Another Grave Digger, da war schon Feuer drin. Also die Räder hat er wohl rumgekriegt. Ja, das hallo. Also ich bin, das verspricht eine ganze Menge für die Zukunft. Ja. Dann hatten wir Limited Superstock. Leider nur 2 Starter, The Sonic aus der Schweiz und Silver Bullet aus den Niederlanden als Show quasi. Ja, Sonic damit 26 Punkte mitgenommen, hat auch die Klasse gewonnen vor Silver Bullet, die irgendwie ein kleines technisches Problem hatten. Über 30, 40 Meter war da Schluss. Aber der Pull von The Sonic, der hat mir sehr gut gefallen und deswegen gucken wir uns den noch einfach nochmal an. Aber das ist auch genau das, was du sagst. Da kann man sehen, dass da kein Grip richtig war. Nee, danach haben sie die Bahn aufgerissen. Also die wurde, ja wie gesagt, kalt mit der Trocken, mit der Hart. Mhm. Dann kommst du mit der Profile nicht mehr rein, hast keinen Grip mehr und dann... Also dann haben sie die einmal aufgemacht. Wasser für die, aufgefahren und wieder angepasst. Und dann ging es aber los, dann hatten sie Light Modifieds. Die gingen ganz gut. Unter anderem vor mir möchte ich dann den Money Pit, weil der mit Full Pull... Die Leistungskurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Ja. Er ist nicht eingebrochen mit der Drehzahl. Schön durchgezogen und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Tut gut, den Trecker wieder so einigermaßen laufen zu sehen. Ich glaube doch, da... Ja, finde ich es auch gut für das Team, weil die haben jetzt hart geschraubt und du musst mal ein bisschen Belohnung kommen. Ne? Und die haben ja nochmal eine. Wie gesagt, Belohnung kam ja noch richtig nachher. Aber der ging ja richtig gut und freut mich. Und ich glaube, auch da ist immer noch ein bisschen mehr Potenzial drin. Das war, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahrtstange. Zumindest. Sie machen noch Feintuning. Wir schreiben viel. Ja, okay, ist gut zu wissen. Ergebnis war relativ tricky, will ich mal sagen. Weil wir hatten ein Finale und dann hatten wir nochmal 2 Vollpulse. Ja, der Bremswagen war halt wegen der Bahn so leicht, dass er die dann, was du dann oft hast, ne, damit sie am Start loskommt, ist er leicht. Ja. Kann er hinten nicht mehr anhalten. Ja, und dann ging es halt zweimal bis vor den Erdball. Die wollten dann noch ein Finale fahren später. Mhm. Haben sie dann aber gelassen, weil dann noch die Zeit im Nacken saß. Ah, okay. Die durften nur bis 9 Uhr fahren und alles klar. Ist sonst knapp geworden. Ja, also De Jong Special und Hot Art als Gaststarter haben wir kein Finale mehr gefahren. Macht dann aber auch nicht so den Unterschied, weil punktemäßig interessiert sich sowieso nicht. Platz 3 und dann mit den deutschen Meisterschaft auf Platz 1, Karl Hembricht, Final Destination. Corinna ist gefahren. Corinna ist das, stimmt. Corinna ist ja gefahren, sorry. Ja, damit gibt es einen Punktestand aktuell. Shackleton auf Platz 1 mit 130 Punkten. Final Destination mit 82 auf Platz 2. Was ein Sturm. Also meisterschaftsmäßig ist, soweit ich das jetzt durchgerechnet habe, Shackleton muss in Sonsbeck die Kette stramm ziehen und ist deutscher Meister. Weder tun. Dann Rude Löw auf Platz 3 mit 55 Punkten. Aber Rude Löw, haben wir ja schon mitbekommen, ist sehr wahrscheinlich raus für die Rest der Saison. Von daher wird es da nicht mehr über 55 Punkte hinausgehen. Wo es aber noch, finde ich, super spannend ist, wo man ja eigentlich dachte, wir küren schon deutschen Meister. Das ist die Superstock-Klasse. Aber das kommt immer anders, als man denkt, ne? Ja. Also am Start waren Genie, Midnight Deer und Team Kaiser. Und Team Kaiser hat's gewonnen. Am Ende mit einem 2 super mega Vollpuls vor Midnight Deer und Genie hatte im Finale dann irgendwie wieder Probleme mit Ladedruck und Drehzahl. Der ist da leider eingebrochen. Ein bisschen, ne? Und dann Top konnte sich auch nicht ganz erklären, woran es liegt. Also, aber er guckt weiter. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, wer der stärkste von den dreien ist. Nee. Weil irgendeiner hat immer irgendwas. Und eigentlich von den 4. Paul war ja leider nicht da. Ja gut, ja klar. Wenn man die 4 mal alle laufend auf dem Platz hätte. Wäre doch mal schön, ne? Das wäre, also wir haben echt eigentlich eine ziemlich geile Klasse. Wenn Hans Schweiger vielleicht irgendwann nochmal wiederkommt mit einem Diesel dazwischen, ja, könnten wir richtig Spaß haben. dann richtig griffige Bahn, dann wird's lustig. Nee, dann wird's richtig lustig. Ja, wir haben Team Kaiser hat's gewonnen und den Final Full Pull. Wir gucken uns mal an. Ja,
Das ging ja, aber sowas von. Aus der Kamera gefahren. Also, ja, sag mal, obwohl es die Saison eigentlich zum Lernen ist, sage ich mal, mit den neuen Trecker-Setups und Motoreinstellungen und so, das klappt jetzt mittlerweile schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, die anderen sind auch noch am Üben und am Probieren. Ja. Da ist noch keiner da, wo er eigentlich hin will. Und ich bin mal gespannt, also ich hatte auf Facebook schon gelesen, dass Tommy und Genie wohl nicht zur EM fahren. Ich hatte von Christoph aber gehört, dass wenn der Anruf kommt, sie hinfahren wollen. Ja, das haben sie genug gesagt. Sie wollen zur EM. Da wären sie lange nicht mehr gewesen. Und wenn sie fahren können, würden sie es tun. Deswegen glaube ich, also ich weiß, man muss natürlich abwarten, wie die Startliste am Ende aussieht. Tommy kann sich ja auch noch kurzfristig umentscheiden. Ich meine, er ist Führender der deutschen Meisterschaft. Also, ne? Ich glaube, einen Trecker oder zwei dürfen wir stellen. Ich glaube, nur einen, meine ich, aufgrund der Größe der Klasse. Ja, aber gut, das ist wieder dieser Quotient. Noch nicht ganz raus, ja. Die ersten Zahlen sind da, aber da kannst du noch nichts drauf geben. Wir warten ab, wie die Liste nachher aussieht. Auf jeden Fall, Team Kaiser will zur EM. Und ich bin mal gespannt, wenn sie da hinfahren dürfen, was da geht. Also im Vergleich zu den anderen Top-Treckern. Jetzt Fürchtorf konnte es mal schon sehen. Edewecht war halt schwierig, Bahnverhältnisse und... Wenn wir in Brande eine vernünftige Bahn haben, dann könnte es interessant werden. Ja, er ist noch ein bisschen leicht vorne. Er hat noch die schwere Hinterachse drin im Vergleich zu den anderen. Also wenn die Bahn richtig griffig ist, dann hat er einen Nachteil. Okay, wir warten mal ab. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Genie 110 Punkte auf Platz 1, Best Solution 99 Punkte auf Platz 2 und der Yellow Dream auf Platz 3 mit 72 Punkten. Also Genie und Best Solution, da ist die Messe noch nicht gelesen. Wir haben noch Sonsbeck. Sonsbeck ist glaube ich der Endlauf dann für diese Boss. Docs, weil Kalka ist ja mit EM zusammen, gibt keinen Punktelauf und schlechten Wegen fahren sie nicht, also Sonsbeck wird nochmal spannend. Mhm. Ja, und dann haben wir zum Abschluss die Modifieds und das ist was passiert, womit ich eigentlich nie gerechnet hätte, dass das nochmal passiert, was Bert hier auch sagte, wir haben einen Motorschaden beim Green Monster und nicht mal einen kleinen. Ja, da hat es einen Ploll oder zwei Ploll richtig rausgeschmissen. Ja, mit Loch im Block, Köpf. Kannst du so durchgucken. Köpf, ja, warte, da habe ich ein Bild. Das hatten sie ja schon auf Facebook gepostet. Guck. Das ist noch relativ, wie soll ich sagen, das ist schweißbar. Echt? Ja, alles, was Struktur ist, ist noch da und das andere ist ja nur Ölwand, hätte ich mal gesagt, oder nur Unterteil vom Block. Also da kannst du noch was eventuell noch retten. Ja. Was ärgerlich ist, dass die Köpfe kaputt sind. Da. Die Scheiße da, weil die Köpfe sind richtig Arbeit und das kannst du wegschmeißen. Ja, das ist Hinne. Aber Köpfe haben sie ohne Ende. Ist halt nur richtig Maloche, die vorzubereiten. Bild von einem Pleuel hatte ich hier auch irgendwo noch liegen gehabt. Da. Ja. So sieht das Pleuel aus. Mhm. Ist auch noch ein originales Allison Pleuel, keins von den Tulox Pleuel. Mhm. Ja, und wie das am Ende ausgesehen hat auf der Bahn, das schauen wir mal. Also ich habe nur eine ganze Menge Aluteile fliegen sehen. Ich habe gedacht, ach du Scheiße. Ja, da ist richtig was auf die Bahn geflogen. Ja, das war richtig kaputt. Aber ich habe gehört, es soll ein neuer Motor aufgebaut werden, weil zur EM wollen sie hin. Ja. Mit dem Trecker, weil als Titelverteidiger. Im ganz, ganz schlimmsten Fall. Das ist ja in dem Fall jetzt der Block. Ja. Ja, da stehen ja noch ein paar mehr Motoren in der Werkstatt, die momentan nicht in Einsatz kommen. Also du kannst ja den Lader vorne wegschrauben und so weiter. Aber ja gut, sie haben auch Blöcke in Ersatz stehen, also das ist machbar. Also Janis sagte, sie wollen einen neuen Motor aufbauen. Ja, das steht fest. Und ich bin gespannt, ob es so EM was wird. Aber ich denke schon, dass sie damit zwei Green Monster starten. Das ist natürlich ärgerlich, da muss ich richtig zusammenreißen und dann müssen drei, vier Leute mal die Woche richtig mal richtig ran. Ja, aber es ist machbar. Ja, machbar ist das auf alle Fälle. Ja, am Ende haben wir dann, wir hatten noch Willem Feldhusen als Gaststarter mit da, der auch eine super Show gemacht hat, Full Pull, aber im Finale nicht wieder gefahren hat, am Ende nochmal einen Showpull gefahren. Sonst Ivan, Elkönig, also die Top-Trecker waren da. Boomerang war auch da, ist aber auch noch nicht so wirklich vom Start wieder weggekommen. Auch da fehlt noch so ein bisschen die Abstimmung generell. Also da drücken wir auch die Daumen, dass das demnächst wieder vorwärts geht. Aber im Endeffekt hat das dem Money Pit-Team geholfen, mit dem Money Pit 2 tatsächlich den ersten Platz einzufahren. Ja. Oh.
Also fand ich sowas von cool. Die erste Saison, wo sie auch mehrere Veranstaltungen wieder gefahren sind und auch mit mehr oder weniger die deutsche Meisterschaft ein bisschen mitgefolgt haben. Und ja, dann am Ende kommt er zum Ende der Saison nochmal ein Sieg bei rum. Das ist doch einfach nur geil. Ja, die haben auch gut gefeiert. Ja, glaube ich. Also ich habe mich richtig gefreut fürs Team. Ja, Stand in der Klasse sieht so aus. Green Monster auf 1 mit 119 Punkten. Ivan auf 2 mit 91 und der Economy Finazzi auf Platz 3. Also die Meisterschaft ist dem Monster wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen. Wir haben gerechnet, hat just gereicht. Ach, steht schon fest. Ja. Okay, alles klar. Green Monster ist der deutsche Meister. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich krieg gerade die neuesten Fotos aus der Monsterwerkstatt auf die Uhr. Das ist schön. Okay, die kriegen wir so schnell hier aber nicht mit rein. Nein. Ja, und dann gab es zum Schluss noch 3,6 von Supersport, einen Pokallauf. Da haben wir nochmal Black Madness auf Platz 1 gehabt, Simply Grey auf 2 und der Bad Justice auf Platz 3. Mhm. Ja, das war Seifertrofen. Ja, also schön, dass wir wieder da sind. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ja, also das klang doch so, als wenn sie das nochmal mal da machen würden. Das ist eine tolle Sache. Ja, sie haben so ein paar Sachen, wo sie dann arbeiten müssen, das wissen sie auch. Mhm. Und ja, ich muss mal sagen, es war also auch aus Sicht eines Aktiven dort sehr gut, also aus meiner Sicht mal, weil das war endlich mal eine Veranstaltung, wo sie sich darum gekümmert haben, dass die Leute in der Bahn auch was zu essen und zu trinken kriegten und so weiter. In Deutschland hast du es ja oft, dann kriegst du eine Handvoll Gutscheine und dann heißt es, hol dir was. Und dann sagst du, ja, ich stehe bei der Kamera, wie soll ich mir denn was holen? Ja, nö, Schwierig. Schwierig. Und in anderen Ländern, in Dänemark, in Italien, überall fahren sie irgendwie mit Niederlande gibt's das auch, das fahren sie mit dem Quad rum und wenn es nur ein Sandwich ist oder ein blöder Hamburger und ein bisschen Wasserflasche oder so, ist in Deutschland ja völlig unüblich. Die lassen dich ja stumpf verhungern auf der Bahn, ne? Die meisten, nicht alle, aber einige. Liebe Veranstalter, Sascha hat Hunger, wenn die Veranstalter. Nein, das geht nicht um ich. Das sind auch unsere Flaggmänner und so weiter, ne? Da wird überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Also das wäre nochmal ein Punkt, wo man. Weil die Leute haben keine Pause. Nee, ja. Das geht. Nee, das ist so. Ja, und wenn die dann eine 6-Stunden-Veranstaltung geplant ist und die machen dann 9 davon, stehen mal 9 Stunden da und können es nicht weg. Nichts essen, nichts trinken, gerade wenn es warm ist. Nicht auf Toilette. Dann wird's auch so populär. Du willst auf die Toilette, hast dann jetzt 3 Minuten Zeit. Und das Erste, was du machen musst, du stehst da in der Schlange von 20 Leuten, weil nicht genug Toiletten da sind. Und dann kannst du dich mit dem Hansel da vorne auch noch streiten, dass du 50 Cent bezahlen sollst. Interessant. Ja. Habe ich noch nicht gehabt. Wenn du dann keine 50 Cent hast, ne, weil du gerade irgendwie, was weiß ich, feuerfesten Anzug an oder was, und die lassen dich nicht auf dem Klo, Katastrophe. Ja, das geht nicht. Also da muss man vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Ein blödes Dixie in Fahrrad, ja. Vorne im Startbereich. Reicht schon. Ja, dann ist für viele schon geholfen. Ja. Ja, und was weiß ich, eine Kiste mit Wasser oder Kühlschrank da irgendwo in der Bahn. Das hat in Knutfeld ganz gut funktioniert. Ja. Also das, da war, gab's Essen und den ja, wenn es ein paar blöde Sandwiches sind oder was ich Kartoffelsalat mit Würstchen oder so, ne? Ja. Also ganz schnell hin kannst, weil du kannst ja auch nicht an die Essenswagen, da ist immer Stau und du hast vor allen Dingen auch an der Bahn nicht wirklich Zeit zu essen. Also musst du eine Kleinigkeit eben schnell auf der Hand muss schon sein. Also du kannst jetzt nicht irgendwie dann groß Currywurst mit Pommes da essen. Das geht. Ja, kriegst du auch irgendwie hin. Wenn so eine Bratwurst von der Platte geht schon mal, ne? Ja, aber das ist Brötchen, das kannst du in der Hand halten, das kannst du eben schnell weghauen und dann geht's weiter. Ja. Ne? Aus dem Flaggmann, wie gesagt, der läuft nicht weg. Und die Kameramänner auch nicht. Nee, wir laufen nicht weg. Ich meine, wir sind jetzt nicht DTO, aber ja. Lass uns nochmal nach Holland gehen. In Gas Pro Stocks und Super Stocks. Also apropos, ich hatte teilweise 3 Streams gleichzeitig laufen. Also der Bowling Green String Samstag ging ja los mit Open Super Stocks und danach kam auf Bahn 2 kam erst was anderes und dann kam die Limited, die Light Super Stocks. Dann hatte ich in Seifertshofen den Stream mit Super Stocks und zufälligerweise in Holland sind dann auch die Super Stocks gefahren. Das heißt, ich habe 3 Streams, 4 Bahnen und überall fahren Super Stocks gehabt. War sehr lustig. Hast du noch keinen Haubenkoller gekriegt? Nee, so schlimm war es nicht. Ich wusste, dass er noch abends noch Minis und Unlimited kommt. Dann war noch alles gut. Pro Stocks war relativ interessant, ging wieder eng zur Sache. Ja, war interessant. Ja, Mann, das war sogar noch meine Wortwahl. Dieser Enthusiasmus. Pro Stocks waren richtig spannend. So, jetzt haben wir's. Also, ja, nicht so lustig fürs Runaway-D-Team, die haben sich Turbo zerschossen. Shit. Leider war es auch noch der Testpull. Also gab es auch nur Hookpoints. Glück gelaufen. Hookpoints heißt, man kriegt einfach nur die Punkte fürs Anhaken, also minimal. Sehr schade. Aber passiert halt. Muss man mit rechnen. Aber die Pro Stocks, die sind absolut spannend dieses Jahr in Holland. Also wirklich eng an eng. Running Diamond hat die Klasse wieder gewonnen. Hm. Der Valtra. Platz 2 Extreme Temptation und Platz 3 Next Sensation. Rednecks ist
nicht ins Finale gekommen, was der Meisterschaft ein richtig spannendes Bild jetzt bietet. Jetzt am kommenden Wochenende findet der Endlauf statt und wir haben den Rednecks auf Platz 1 mit 123 Punkten, den Running Diamond auf Platz 2 mit 122 Punkten und auf Platz 3 den Next Sensation mit 120 Punkten. Und da ist noch gar nichts gegessen. Das heißt, wer da jetzt dieses Wochenende auf Platz 1 fährt, der ist, oder vor den anderen beiden landet, der ist niederländischer Meister. Ja. Das wird eine richtig, richtig arschspannende Nummer. Weniger spannend waren dann die Superstocks, also die Klasse an sich war schon interessant und spannend, allerdings meisterschaftsmäßig sieht es da anders aus. Maximum Riss hat die Klasse gewonnen vor Hurricane und dem Green Gangster Deer. Damit ist Maximum Riss definitiv niederländischer Meister. Der steht fest, der ist uneinholbar, nächstes Mal ist nur noch ein Lauf und uneinholbar, weil du kannst maximal 20 Punkte in Holland machen und er hat irgendwie 25 Punkte Vorsprung. Tja. Ja, Platz 2 und 3 und 4 ist dafür aber super spannend noch. Green Gangster Deer ist auf Platz 2 mit 133 Punkten. Stallkollege Newborn Deer ist auch 133 Punkte. Und European Mage steht dahinter auch nur mit 130 Punkten. Also Vizemeisterschaft ist noch spannend in der Klasse. Also da auch nächste Woche wird es nochmal interessant werden. Hoogland, wo ist das? Hoogland, weiß ich nicht, habe ich tatsächlich nicht auf der Karte geguckt. Okay. Aber das sind die ehemaligen Veranstalter von Meerkerk. Ach, vom Süden, okay. Also das muss irgendwo weiter südlich. Ja, so Breda, die Ecke. Die hatten freitags auch irgendwie Battle of the Trucks, da hatten sie die VTN-Trucks und die Supersport-Trucks in Holland, quasi auf beiden Bahnen gleichzeitig Supersport. Nee, ich meine, wo der Endlauf ist. Ach so, der ist in Eisenstein. Ah, okay. Und ja. Das ist irgendwo in der Nähe von Venlo, meine ich. Heißlaustein ist. Das ist also sehr nah an der deutschen Grenze. Ja, das ist. Das ist nicht weit weg. Also da könnte man als deutscher Fan auch noch hinfahren. Ja. Aber das ist erst Mitte, Ende September. Da kommen wir dann nochmal zu. Mhm. Lass uns jetzt mal erstmal aufs kommende Wochenende gucken. Und zwar. Jo, ich war heute ganz aktiv. Du warst anders aktiv. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass die Veranstaltung auch auf dem Stream kommt. Ach stimmt, ja, genau. Ja, ja, also ihr könnt das Eurocup-Finale bei uns im Stream gucken. Auf YouTube. Die Engländer so lange bestochen mit technischen Lösungen, die sie selber nicht hatten, dass sie gesagt haben, ja, cool. Und jetzt haben wir es auch bei uns auf dem Kanal. Also Eurocup-Finale bei uns www.ptv.plus und auf YouTube. Mhm. Kann man sehen. Ja, Great Ecclestone in der Nähe von Blackpool, größte Veranstaltung in England. Fahren auch, glaube ich, super zwei. Super Veranstaltung, super Gelände, alles top. Fahren auch zweimal, glaube ich, zwei oder dreimal. Und die größte Veranstaltung ist jetzt immer dieses Wochenende, das Bank Holiday Wochenende, ein Feiertag in Großbritannien. Und ja, wir haben Freitag bis Sonntag volles Programm. Ich weiß gar nicht, streamen wir alle drei Tage oder? Vermute, also wir haben den ersten Stream jetzt heute eingestellt. Ich denke ja. Okay. Also auf WWPTV müssten es definitiv kommen, sonst sie haben es auch auf ihrem eigenen YouTube-Kanal. Ja. Aber es geht halt darum, so ein bisschen möglichst viele Leute zu erreichen. Ja, also guckt euch das an. Wir haben volles Programm. Eurocup ist aufgeteilt auf zwei Tage. Wir haben Samstag Eurocup Minis und Light Modifieds. Punktemäßig sieht es da aktuell so aus, Streaming bei den Minis, Streaming Bobcat auf 1 mit 58 Punkten und der Lambada auf 50 Punkte. Das heißt, wenn der Bobcat einen schlechten Lauf hat und Lambada gewinnt, ist da auch, also das ist noch nicht durch das Thema. Ähnlich bei den Light Modifieds, der Wicked Screamer auf Platz 1 mit 116 Punkten und unser deutsches Green Monster auf Platz 2 mit 106 Punkten sind zwar 10 Punkte, das ist eigentlich eine ganze Menge. Ja, aber ist für den Tag auch noch nicht. Der braucht nur einer was falsch machen. Und dann ist raus. Das muss beim Streamer einen Riemen reißen nach 30 Metern, dann steht er bei 40 und so dann war's das. Also das ist alles noch nicht entschieden da. Mhm. Und sonntags haben wir Pro Stocks. Green Magic auf Platz 1, 65 Punkte. Breda Brothers Platz 2, 56 Punkten. Breda Brothers mit 52 Punkten und der Timotech, also der ehemalige John Deere mit 50 Punkten. Das heißt, das ist wirklich noch spannend. Also da kann wirklich der gewinnt, der wird dann auch Eurocup-Champion. Also das. Und England ist auch inzwischen wieder relativ interessant. Die haben viele, viele neue Trecker gekriegt. Stimmt, die fahren ja auch mit. Das ist ja englischer Wasserland. Also da kannst du mal wieder ganz was anderes sehen. Und wir haben viele gute Sachen da. Also die haben uns überholt in Deutschland, definitiv. Vom Starterfeld und so weiter. Ich sag mal, so vor 5 Jahren waren die ja völlig fertig, weil sie auch keinen Bremswagen hatten. Jetzt haben sie unseren deutschen Bremswagen da oder einen von unseren deutschen. Und da tut sich richtig was. Und die sind an uns vorbeigezogen. Genauso wie Dänemark an uns vorbeigezogen ist. Also kommen wir nicht mehr mit. Wir haben noch die Heavy Modifieds zum Abschluss. Green Fighter aus bekannten Gründen nicht am Start. Der wird nicht kommen. Wir haben aber die Holländer noch im Kampf um Platz 2 als um Platz 1. Weil Lambada hat dadurch, dass der Senior nur auf dem Federweg auf Platz 3 gelandet ist,
einen guten Vorsprung. Also Lombarda 136 Punkte, der Bobcat Senior 125 und der Giant 123. Da sich aber ja schon einige abgemeldet haben aus der Klasse. Ich sag mal, der Green Fighter kommt nicht, die beiden Italiener sind raus. Die Crossbox-Shot steht aber noch drauf, dass die wollen noch fahren. Ja, versuchen, habe ich gehört, sie wollen es versuchen, die ja. Die Dänen haben sich abgemeldet, soweit ich das mitgekriegt habe. Und wer fehlt noch? Irgendeiner fehlt noch. Simply hatte sich auch abgemeldet. Also schade. Es sind leider nur eine Handvoll Trecker da und dadurch. Also in der Heavy Modding. Genau. Ja. Und dadurch ist es halt so, zieht der Lombarda die Kette stramm und macht 3 Zentimeter, ist er Eurocup-Champion. Tja, weil sie hinkriegen. Dann wird er Platz 5 fest haben und dafür kriegt er eine gewisse Zahl an Punkten. Aber es ist ärgerlich, wenn man für 3 Zentimeter ganz nach England muss. Ja, also er muss hin, sonst, gut, er kann pokern, dass der Senior halt irgendwo weiter hinten landet, aber nein, das tut das nicht. Wird nicht passieren. Das heißt, er muss hin und ich kenne auch die Dinger, Jungs, also ich glaube nicht, dass Wim da jetzt hinfährt, 3 Zentimeter zieht. Nein! Pech. Mann, lass mich doch mal einen Witz machen. Der geht natürlich Vollgas. Also es bleibt trotzdem spannend. Die Klasse ist trotzdem, die geben trotzdem alles. Und unser deutscher Ivan wird wahrscheinlich hinfahren. Die fahren hin. Die haben schon Kanäle und alles. Die fahren hin. Ja, top. Dann auf jeden Fall unseren deutschen Ivan unterstützen. Ja. Ob nun da hinten oder am Stream, scheißegal, aber unterstützen. Genau, anfeuern. Genau, also das soweit zu bei unserem Streaming-Kram und Eurocup-Finale. Und da haben wir in Deutschland aber auch ein Event, und zwar das Trecker-Track in Halen. Ja, bei uns um die Ecke. Bei uns um die Ecke, ich glaube Kloppenburger Ecke ist das irgendwo, ne? Das ist nämlich Kloppenburg, ja, 2013. Das ist nicht weit weg und wir haben die Bauernklassen da und aber viel Bauernklasse-Pulling, aber auch die Hobbysports, ja, so 3,5 Tonnen, Sporties sind auch da. 4,5 Tonnen, 6 Tonnen fahren Meisterschaft und Sporties fahren Demos. Ja, also wir wollen da keine Meisterschaft machen, weil das ist wirklich ein richtiger Trecker-Track. Mhm. Ja, und sie machen das mit der DTTO zusammen, weil sie ihre Versicherungen und so weiter vernünftig voneinander haben wollen. Hängt ja viel mit dem Team Boons zusammen. Ja. Also einige aus dem Trecker-Club sind ja im Team Boons. Und es ist alles regulär, vom Sicherheitstechnischen her und so weiter. Was halt ein bisschen schwierig ist, ist einfach reiner Acker. Und du brauchst da jetzt nicht versuchen, irgendwas mit 2000 PS zu fahren. Das funktioniert ja nicht. Also, aber für die Sportklassen und Hobbysports ist eine schöne Veranstaltung und ich bin da immer ganz gerne. Sind auch super nette Leute und ist auch so ein bisschen Familien-Event, wenn total, ich das sage, ne? Also sind ganz viel, so halt sonntags ab 10 Uhr fährt man gemütlich dann nach dem Frühstück eben oder nach dem Mittag, so nach dem Kaffee. Ich nehme mal meine Videokamera mit, vielleicht fahre ich da hin und mach ein paar Bilder vor uns. Ja. Das ist gut. Können wir nächste Woche ein bisschen was zu den Hobbysports erzählen. Ja, kann danach noch meine Eltern besuchen, die wohnen ja auch die Straße runter da. Ja, da sind. Siehst du, geht doch auch. Und wir haben in Holland noch die Veranstaltung in Alphen, auch eine der größeren Events. Allerdings dieses Jahr durch die Terminüberschneidung im Eurocup in England klassenmäßig etwas gebeutelt. Also sie können nicht die volle Grand National fahren, was sie sonst immer gemacht haben. Aber sie haben die Limited Superstocks mit dem Endlauf da, die haben die 2-Wheel-Drives mit dem Endlauf da, die Superstocks und die Pro-Stocks mit dem jeweiligen Endlauf. Ist ja nicht so, dass sie in Holland Treckermangel hätten. Nein, das haben sie definitiv nicht. Light Modifieds fahren auch, allerdings nur im Pokallauf, aber sie haben sich schon die Dienste einiger namhafter Trecker gesichert. Also der Uncle Luck ist da, der Seaside Affair ist da, ja. De Jong wird da sein. De Jong fährt einiger auch Eurocup, da ist aber die Heimveranstaltung in Alphen ist, werden sie in Alphen bleiben. Und also das ist definitiv spannend. Wir haben die 4,5 Supersport und die 3,6 Supersport, der Top liegen da. Wir haben 3 Supersport-Trucks haben wir da. Also wer da Lust und Laune hat, Samstag da ein bisschen Traktorpulling zu gucken, geht 15:30 los. Alphen, ziemlich nah an der belgischen Grenze. Mhm, also unten, ja. Ist für mich die weiteste Veranstaltung, die ich in Holland habe. Also nur so 3,5 Stunden fahre ich schon. Nein. Okay. Ich fahre nicht hin. Dieses Mal nicht. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend. Tolle Klassen am Start. Und wie gesagt, die Endläufe, da werden sie nochmal alles geben. Und werden spannende Wettkämpfe. Ja, definitiv. Also wer nochmal Traktor-Pulling in Holland live sehen will, muss dahin. Also Grand National Pulling live sehen will, muss dahin, weil das ist dann wirklich der Endlauf. Ich glaube nur die Light-Two-Wheel-Reis fahren noch einmal in Friesland irgendwann, aber die zählen halt zum Grand National. Aber wer halt nochmal richtig Light-Modified Superstocks in Holland sehen will, der muss dann nach Alphen fahren dieses Wochenende. Genau. Ja, und ich glaube. Auf den Rest von Deutschland warten, was da noch kommt. Was denn? Oder auf die restlichen Veranstaltungen von Deutschland warten, die da. Genau, wir haben ja auch noch, wir haben ja Sonsbeck, wir haben noch Kalka, wir haben noch schlechten Wegen. Also in Deutschland sind wir auch noch lange nicht fertig, aber da kommen wir dann. Italien sind wir auch noch zugange. Das kommt auch noch. Im Oktober. Ja. Wie gesagt, die Europameisterschaft steht noch ins Haus, also das mit das größte Event, was wir auf europäischer Ebene noch haben, das kommt noch. Also wir sind noch nicht fertig mit der Saison. Nein, noch lange nicht. Wir haben noch ein bisschen was.
Ja, aber wir sind fertig mit der Sendung für heute. Okay, dann können wir jetzt die T-Shirts wechseln. Genau. Du hast Schweinkram hier. Also, denkt dran, liken, teilen, kommentieren. Oma Bescheid sagen. Oma Bescheid sagen. Ich wurde angemotzt, dass ich gesagt habe, wie, sollen wir jetzt gar nicht mehr Oma Bescheid sagen? Von einigen Leuten. Nein, ihr sollt natürlich Oma Bescheid sagen. Also, ne, wenn Oma nicht guckt, dann wird da nichts. Nee. Gott, wir hören die am besten auch jetzt. Ja, alles gut. Alles klar, schöne Woche. Schöne Woche. Tschüss. Ciao.